Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Behrendt hat ja mit der Aussage, was er gerade getätigt hat, vollkommen recht. Es ist durch die Arroganz der Macht, wie wir auch gerade eben gehört haben und auch erlebt haben, schlecht bestellt um den Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern in Deutschland. Und nicht erst seit Edward Snowden wissen wir, Herr Zimmermann, Hinweise aus Behörden, aus Unternehmen und aus anderen korruptionsanfälligen Institutionen können für den Schutz unserer demokratischen Grundwerte extrem wertvoll sein. Die Mehrheit aus Union und SPD im Bundestag hat bislang alles getan, um einen besseren Schutz von Hinweisgebern zu verhindern. Noch immer müssen Menschen, die Missstände, Korruption oder Ähnliches öffentlich machen, mit strafrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Sanktionen rechnen. Damit verpasst Deutschland nicht nur die Chance, wirksamer gegen Korruption vorzugehen, sondern verstößt auch gegen internationale Vorgaben. Deutschland hat die Antikorruptionskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert. Deutschland ist Mitglied im Europarat. Auch der verlangt übrigens ein Hinweisgeberschutzgesetz. Aber an die Umsetzung dieser Abkommen denkt Deutschland nicht. Das kann nicht sein, meine lieben Damen und Herren. Die Fraktion Die Linke im Bundestag, Herr Behrendt ist ja schon bereits darauf eingegangen, auch die Grünen haben dazu Anträge eingereicht und konkrete Vorschläge hierzu gemacht. Das alles wurde abgelehnt, und solange Union und SPD im Bund alles blockieren, will ich hier keine wohlfeilen Reden aus der Koalition hören. Wir wissen alle, auf Landesebene können wir wenig machen. Was in den vorliegenden Anträgen gefordert wird, ist eine Krücke, aber wir sollten das tun, was wir tun können. Über Regelungen im Beamtenrecht und über den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst soll ein besserer Schutz für Beamteten und Angestellten, Hinweisgebern, durchaus auch hier in Berlin erreicht werden. Disziplinarrechtlich hätten Sie dann einen besseren Schutz, strafrechtlich bliebe allerdings immer noch ein Risiko. Dazu soll der Verfassungsschutzausschuss als Anlaufstelle für Hinweisgeber dienen. Das ist außergewöhnlich, aber der Verfassungsschutz ist auch eine außergewöhnliche und kaum kontrollierbare Behörde, wie wir leidwohl auch in den letzten Jahren immer wieder erfahren haben. Also unterm Strich werden wir den Anträgen sehr kleine Schritte getan, aber wir sollten diese Schritte gehen und Ihnen auch heute hier zustimmen. Herzlichen Dank.